Murray auch in Rom vorzeitig raus. Kerber in Marokko ausgeschieden und Federer führt Teilnehmerfeld in Halle an. Herzlich willkommen zu den News. Beim Masters-Turnier in Rom ist Andy Murray erneut früh gescheitert. Der Schotte unterlag David Ferrer mit 3:6 und 4:6 und sucht 3 Wochen vor den French Open immer noch nach seiner Form. Seit seiner Australian Open-Finalniederlage gegen Roger Federer hat Murray nun eine Bilanz von 5:5 aufzuweisen. Rafael Nadal hingegen ist weiterhin auf Kurs zu seiner Titelverteidigung. Nach 82 Minuten war das 6:3 und 6:2 gegen den Rumänen Victor Hanescu besiegelt. Gegner ist jetzt Stanislas Wawrinka. Der Schweizer hat das Duell mit Robin Söderling, Nadals Bezwinger bei den letztjährigen French Open, 6:3 und 6:2 gewonnen. Auch weiter ist Novak Djokovic. Der Vorjahresfinalist schlug den starken Sandplatzspieler Thomas Bellucci 6:4 und 6:4 und trifft als nächstes im Topspiel auf den Spanier Fernando Verdasco. Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier im marokkanischen Fes im Viertelfinale ausgeschieden. Die an Position 5 gesetzte Kielerin unterlag der Tschechin Renata Vorakova mit 5:7 und 2:6. Kerber war die einzige deutsche Spielerin in Fes. Auch für die an 2 gesetzte Schweizerin Patti Schnieder ist das Turnier bereits beendet. Sie verlor gegen Nachwuchsspielerin Simona Halep aus Rumänien mit 2:6 und 6:7. Beim Porsche Grand Prix in Stuttgart verlor die topgesetzte Caroline Wozniacki aus Dänemark ihr Zweitrundenspiel gegen die Tschechin Lucy Savarova mit 4:6 und 4:6. Die 19 Jahre alte Weltranglisten-Zweite leidet noch immer an einer Knöchelverletzung, die sie in Charleston zur Aufgabe gezwungen hatte. Außerdem unterlag Titelverteidigerin Svetlana Kuznetsova der Chinesin Nali mit 3:6 und 5:7 und Agnieszka Radwanska musste sich mit 3:6, 7:6 und 2:6 Shahab Peer aus Israel geschlagen geben. Justine Ehner konnte das Prestigeduell gegen ihre Landsfrau Janina Wickmeyer gewinnen. Obwohl sie im zweiten Satz eine 5:1-Führung verspielte, gewann sie am Ende mit 6:3 und 7:5 und trifft nun auf Jelena Jankovic. Der Weltranglisten-Erste Roger Federer führt das Teilnehmerfeld bei den Gary Weber Open in Halle vom 7. bis 13. Mai an. Neben dem Schweizer sind mit ATP-Weltmeister Nikolai Davydenko und dem letztjährigen French Open-Finalisten Robin Söderling 2 weitere Top-10-Spieler dabei. Freuen können sich die Fans auch auf die versammelte deutsche Elite um Philipp Kohlschreiber sowie auf die ehemaligen Weltranglisten-Ersten Leighton Hewitt und Juan Carlos Ferrero. David Nalbandian geht beim ARAG World Team Cup in Düsseldorf für Argentinien an den Start. Nach einer Hüftoperation im Mai 2009 war er erst im Februar diesen Jahres wieder auf die Tour zurückgekehrt und belegt derzeit Rang 151 der Weltrangliste. Neben dem 28-Jährigen spielen vom 16. bis 22. Mai Juan Monaco, Horacio Ceballos und Eduardo Schwank. Und hier schon einmal ein Vorgeschmack auf die BMW Open nächste Woche in München, die Tennis Live TV von Dienstag bis Sonntag live für euch überträgt. Direkt im Anschluss seht ihr hier jetzt noch alle aktuellen Ergebnisse. Das war's für heute von mir. Euch ein schönes Wochenende und bis Montag.